Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zockt. Ich muss mich kurz entschuldigen für gestern, da hatte ich eine Soundmod installiert. Ja, für die Züge und irgendwie anscheinend hat es nur gequietscht und gemacht und getan. Das tut mir natürlich sehr leid. Auf alle Fälle, die ist raus. Und die kommt so schnell auch nicht mehr hier rein. Ja, schade. Ja, gut. Ich hoffe, man konnte es trotzdem halbwegs genießen, dass wir da über den Berg gefahren sind. Jetzt, ja, Universallinie, Bergholzeree Brücke. Wir würden gerne hier weiterfahren. Jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir hier einen Zug finden, der das für uns machen würde. Wo haben wir denn die Universallinie? Auf welchem Gleischen bist du denn unterwegs? Wir gucken mal schnell, dass wir ein bisschen... Na, geht nicht. Okay, mir egal. Ich brauche einfach meine Unilinie. Irgendwo muss sie sein. Da ist sie doch schon. Ja, jetzt habe ich wieder den falschen Reiter. Den falschen Reiter offen gehabt. Nehmen wir den, weil dann können wir den hier auch krallen. Brauchen wir aber das Auge wieder, ganz klar. So, jetzt. Du bist hier unterwegs. Kommt dir gerade einer daher? Der käme aus dieser Richtung. Wir folgen jetzt einfach mal. Das ist nicht die Unilinie, das ist die Heisenberg Zockt. Das ist auch Heisenberg Zockt, die benutzen hier den gleichen Weg. Na Halleluja. Muss ich nochmal ein paar Züge raufballern? Damit wir tatsächlich genug haben. Man sieht also, wie soll ich sagen, überbordend ist das Ganze noch nicht. Hier. Ja, hier geht es dann wieder zurück. Da hätten wir eigentlich einen Zug sehen sollen, wenn hier einer wäre. Weil wir wollen natürlich schon dort mitfahren, wo wir gewesen sind, oder wo wir stehen geblieben sind. Du bist die Heisilok, das heißt, du bist nicht die Universallinie. Hier haben wir Güterzüge. Eieiei. Okay, da müssen wir ein Momentchen Geduld haben. Weil hier ist weit und breit keiner. Ich weiß, ich könnte es natürlich immer so machen, aber das bringt mir jetzt dahingehend auch nicht viel. Weil ich sehe nicht, wo die sind. Linda-Transfer. Nee, das ist sinnfrei. Großschwabhausen. Wir müssen jemanden haben in der Region Redwitz. Ja, Bergholzeree Brücke halt, genau. Birkenstöcke, das ganz. Ganz woanders. Moment, jetzt habe ich es natürlich falsch gemacht. Machen wir es nochmal. Wir haben sie vorher gefunden. Wir finden sie jetzt wieder, die Linie. Den dritten haben wir. Wir schauen beim vierten. Großschwabhausen. Ne, das ist auch woanders. Wie komme ich denn jetzt drauf, dass Großschwabhausen in der Nähe wäre? Dem ist nicht so. Lichte, auch nicht wirklich massiv in der Nähe. Pettendorf auch nicht. Die sind halt überall, nur nicht da, wo wir sie gerade hätten. Wo sie gerade brauchen würden. Lianfair. Lianfair ist hier oben. Ja, das käme halt nachher. Ja, blöd. Was machen wir denn jetzt? Ich kann die Züge halt nicht hier hinzaubern. Das ist ein bisschen das Problem. Das heißt, wir müssen tatsächlich ein Momentchen Geduld haben. Mal gucken, was er hier macht. Lianfair, okay, den hatten wir. Was ist mit dem hier unten? Auch Lianfair. Mal ganz runter. Auch Lianfair. Okay, alle Lianfair. Das ist zu weit. Wir brauchen einen, der näher ist. Ja, liebe Freunde, habt ihr eine Idee? Was machen wir denn jetzt? Wir könnten natürlich eine Zugschau machen. Bis einer sich dann tatsächlich genehmt. Oder wisst ihr was? Wenn wir doch, was natürlich eine Idee wäre, wenn wir hier einfach einen Zug kaufen und den auf die Universallinie schicken. Dann müsste der eigentlich hier anfangen. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Er kann ja nur in eine Richtung fahren. Wir gucken mal. Klonen kann ich den nicht von der ursprünglichen Linie, weil sonst haben wir natürlich den Effekt, dann fährt er aus dem Depot raus, wo er normalerweise raus kann. Wir müssen das schon so machen. Aber ich muss auch schnell gucken. Kommen wir denn hier überhaupt auf unser Gleis? Jawohl. Ne, doch nicht. Doch, Moment. Wenn ich das Depot nehme, kommen wir hier rein. Können da lang. Ja, wenn das hier aktiviert ist, das ist aktiviert. Also, das würde funktionieren. Jetzt würde ich aber sagen, wir machen nicht einen Baugleichen, sondern wir machen was Neues. Also, natürlich jetzt nicht etwas, was langsamer ist, sondern wenn dann, ja, vielleicht was Schnelleres. Oder nee, wir machen das Gleiche. Lass mich nochmal schnell gucken. Das war diese Lok hier, genau. Dann haben wir wenigstens das Tempo auch richtig. Also, wir machen was Ähnliches zumindest, würde ich vorschlagen. Passagier. Ja, eben, das hatten wir schon. Die sind einfach zu lang, leider. Vielleicht irgendein noch mit Doppelstock? Nee, passt halt irgendwie auch nicht. Genommen haben wir irgendwie... Wo haben wir sie denn? Da sind sie wieder nirgends. Wisst ihr was, wir machen einen mit Orangen. Nee, die machen nur 140. Schade eigentlich. Auch nur 140, okay. Haben wir hier was Schnelleres? 200, das gefällt mir. Verkehrsrot. Machen wir die mal hinten ran. Dann haben wir hier nochmal einen anderen Zug drauf.
Das ist doch in Ordnung. Kaufen. Und dann hier Unilinie. Jawohl, das klappt sogar. So, und der müsste jetzt eigentlich tatsächlich so fahren, wie wir das gerne hätten. Was bist du für ein Kollege? Ah, die war schon Lage. Wenn das jetzt einer gewesen wäre von der Unilinie, dann hätte ich dann aber kurz nochmal hinterfragen müssen, was ich gerade gemacht habe. Schön, wie da der Güterzug rauskommt. Oh, das ist ja der lange sogar. Guck mal. Nochmal, der 1,3 Kilometer lange Güterzug, der hier gerade reinfährt. Uns interessiert aber jetzt tatsächlich eher hier ein bisschen mehr. Deswegen steigen wir hier mal ein. Und ich habe eigentlich gesagt, allzu weit ist es nicht mehr. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Also wenn man es genau nimmt. Das sind dann doch noch ein paar Städte. Wir machen die jetzt einfach. Und ich würde sagen, wir machen heute wirklich nur das. Wir fahren nur mit der Universallinie mit, wenn das für euch okay ist. Und wie gesagt, diese eine Quietschmod habe ich draußen. Es quietscht gerade wieder ein bisschen, aber das ist, glaube ich, normales Quietschen von diesem Güterzug hier. Wir müssen eins rüber, das heißt, der bremst uns nicht. Sehr schön. Und hier wieder das übliche Bild, nämlich endlose Schlangen hier an den Bahnsteigen. Es wurde noch empfohlen, Heisi, mach doch Doppelstockwagen hin, dann hast du auch die Kapazität. Ja, aber ich möchte den Zug nicht verändern, muss ich gestehen. Also mir gefällt halt jetzt, ja der sowieso auch, aber auch die Ursprungsversion, die wir davon haben, finde ich eigentlich so cool, dass ich das gerne lassen würde, so wie wir es haben. Wir hätten natürlich jetzt bei dem hier wirklich Doppelstock vielleicht machen können, damit wir die Leute wegkriegen. Aber liebe Freunde, das ist ja nicht das Hauptanliegen. Definitiv nicht. Also wenn hier halt ein paar Leute stehen, dann machen die das. Ist ja schön, wenn unsere Züge hier tatsächlich so voll sind und so ausgelastet. Hallöchen, Güterzug. Ja, das ist wieder der lange Kollege, genau. Der fährt hier nämlich durch den Bahnhof durch. Und wir steigen hier gleich wieder ein. Können wir eigentlich jetzt schon machen. Jawohl, wir fahren eh gleich los. Einmal Höhe generieren. Jappadappadu, wie der gute alte Fred Feuerstein jeweils gesagt hat. Jappadappadu und es geht parallel zum Güterzug. Oh, das wäre jetzt noch schön, wenn das noch ein Weichen so bleiben würde. Aber... ne, wir haben eine andere Strecke. Da oben, das müsste... ist das der Twin Decks? Oder ist das der... das ist, glaube ich, der Stadler Kiss. Kann das sein? Der nördliche. Irgendwie stand es drauf und ich konnte es nicht lesen. Naja, wie auch immer, es ist ein schöner Zug. Wir sind relativ langsam unterwegs, wie man sieht. Mit 40 km/h. Das sollte sich aber definitiv noch ändern. Kommt da jemand? Nein, dann kann ich nochmal kurz auf die Seite. Dass wir den ganzen Zug nochmal sehen. Passt doch auch mit diesen Wagen. Und der müsste jetzt eigentlich ordentlich ein bisschen Tempo hinkriegen. Und ich überlege mir tatsächlich, ob ich nicht noch weitere Züge hier raufsetze. Ihr habt eh geschrieben, macht doch ein paar mehr dazu. Ja, wir verstopfen halt die Bahnhöfe. Wir verstopfen auch die Gleise. Wir haben ja nicht überall eigenes Gleis. Das ist natürlich ein bisschen das Problem. Also überall, wo wir gemeinsames Gleis haben, je mehr Züge wir dort draufsetzen, desto verstopfter wird das, wenn wir dann auch später natürlich noch zusätzliche Regios dazu nehmen. Deswegen, ich würde mir das dann doch vielleicht nochmal ein Momentchen überlegen. So, unterwegs nach Eisenberg City, sehr schön. Da ist wieder der Schnellzug, der sich hier durchschlängelt. Und wir schlängeln uns hier rein in den Bahnhof. Moment, ich bleibe mal sitzen, da kommt gerade die weiße Lady. Und nicht nur, wie man sieht. Ja, so macht es halt Spaß. Das ist ja, sobald halt Leben in der Bude ist... ja, da macht natürlich auch das Mitfahren Spaß. Da hinten nochmal ein Güterzug mit dem Zuckerwagen. Genau, das ist der Hektorrail, der hier rausdüst. Drehen wir uns wieder und schauen mal. Ja, auch hier tatsächlich. Also an jedem Bahnhof. Mit ein, zwei Ausnahmen stehen sich die Leute die Füße platt. Es ist krass. Kann sein, dass ich mich hier dann doch noch dazu hinreißen lasse, dass ich nochmal einen Zug mache mit Doppelstockwagen. Einer, der richtig Kapazität hat, damit wir hier sozusagen mal das Gröbste wegschaufeln können. Das ist vielleicht dann doch eine Idee. Ich würde dann nicht mal dem hier Doppelstockwagen generieren, oder generieren vor allem, spenden, sondern wir nehmen wieder die Lok und machen einen neuen Zug. Machen da dann tatsächlich nochmal, nicht nochmal, wir machen da tatsächlich dann Doppelstockwagen hin. Hey, guck mal, das nimmt kein Ende. Heiliges bisschen. Und wir haben hier eine Kapazität von 85. Das ist natürlich... oh, und parallel losfahren haben wir auch noch. Sehr cool. Wer ist schneller? Na, das sieht ja auch nett aus. Wie so eine kleine Modenschau. Wobei, da kommt man hintereinander und nicht nebeneinander. Das ist natürlich auch wahr. Aber wir sind schneller als er. Oh ja, wir hängen den tatsächlich massiv ab. Schön hier noch mit dem Lokführer.
cool. So, wieder drehen. Ursprungsposition. Wir haben halt schon 130 km/h drauf. Schnelle Lok, schnelle Wagen. Und wir düsen jetzt noch Weißwasser rein. Genau. Das machen wir mit Freude. Da vorne sehen wir es, glaube ich, eh schon. Ja, schön hier. Das gefällt mir halt auch. Diese Stahlbrücke. Daneben diese breite Straße. Dann hier eine Kirche. Das sieht einfach cool aus. Und da oben sehen wir die neue Kirche. Das ist die Kirche von Weißwasser. Die haben wir, glaube ich, in der letzten Folge dahin gepflanzt. Ja, das war die letzte Folge. Genau. Auch cool. Sieht man halt auch von Weitem. Hier stehen noch die Rheingoldwagen. Die warten auf Einlass. Während ein Regio rausdüst. Und jetzt können die Rheingoldwagen mit der BR-103 auch in den Bahnhof rein. Machen wir mal parallel hier. Mehrgleisig in den Bahnhof rein. Da oben nochmal die Kirche. Und unser gutes altes Weißwasser, das wir wirklich praktisch in jeder Staffel jetzt drin gehabt haben. Und das finde ich eine schöne Tradition, muss ich gestehen. Ach, herrlich, so diese Mitfahrten. Ich habe noch gelesen, jemand hat geschrieben, er liebt diese Mitfahrten, die sind so entspannt. Oh, das finde ich halt schön. Weil, ja, das sollen sie genau sein. Und das sind sie bei mir halt auch. Auch wenn ich halt die ganze Zeit ein bisschen rede, klar. Aber das ist für mich Entspannung pur, muss ich gestehen. Das war ja noch früher, vor allem bei Tränenfieber noch. Wobei später bei Transportfieber 1 ebenfalls. Habe ich auch, wenn ich nicht aufgenommen habe, habe ich mich einfach mal in den Zug gesetzt und bin mal durch die Map durchgerasselt. Einfach so zur Entspannung. Das ist schon sehr nett. Kommt hier auch einer oder stehen wir einfach so mal ein bisschen rum? Ne, irgendeiner wird daher düsen wahrscheinlich. Schau mal schnell. Moment, haben wir eh offen. Aha. Okay. Ging bei... Ja, das ging nicht anders. Genau, das habe ich noch in Erinnerung. Aber nicht, dass wir jetzt hier... Kann der rüber? Weil sonst haben wir hier genau ein Problem. Ich mache mal Pause. War der freie Wege? Was hast du für eine Linie? Aha. Ja, okay, das kannst du ja nicht machen bis hierhin. Warum wartet der auf freie Wege? Kann mir das mal einer sagen? Das hat ja mit unserer Linie nichts zu tun. Ah doch, wir düsen natürlich auch hier lang. Ja, aber der wartet ja. Moment. Der wartet ja. Hier, das ist okay. Dann könnte der fahren. Weil hier steht der andere. Er tut's aber nicht. Hilft es dir, Kollege, wenn ich dich mal ganz kurz drehe? So, und wieder drehe. Und wieder Play drücke. Nö, ach, er fährt natürlich auch noch raus. Ach, das ist eh unsere Universallinie. Ach, das ist der Rückweg. Ja gut, den Rückweg können wir so nicht brauchen. Aber cool, da sehen wir doch noch einen hier. Da kommt noch einer. Ja gut, der... Ja, der fährt natürlich hier rüber, dann kann der nicht fahren. Jetzt ist der dann aber weg. Jetzt kommt er. Der setzt sich immer noch nicht in Gang. Der auch nicht. Also irgendwie haben die ein strukturelles... Ja, nicht ein strukturelles, ein grundsätzliches Problem. Jetzt geht's. Aha. Da können wir aber mit Weichen nicht viel machen. Mit Weichen. Mit Weichen sowieso nicht. Aber auch mit Signalen tatsächlich nicht viel machen. Weil wir haben hier überall Weichen. Das ist das Problem. Das heißt, wir haben dann eingleisigen Verkehr. Das möchten wir natürlich nicht haben. Oh, jetzt bin ich in den falschen Zug eingestiegen. Sag mal. Och nö. Weißwasser ist okay. Moment, wo ist mein Zug? Den erkennen wir hier. Der hat die roten Wagen. So, da hatte ich das falsche Fenster offen. Hier noch Kollege Eno. Der ist ja auch unterwegs. Oh ja, man sieht's. Der fährt sogar gerade raus. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, aber ich bin fast sicher. Ja, hier geht's mit den Leuten. Hier ist nicht schlimm. Das ist mal eine Ausnahme offensichtlich. So, setzen uns wieder hier hin. Und dann düsen wir nach, das werden wir gleich sehen, nach Lianfair. Nach Lianfair auf. Ich frage mich halt, warum ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass wir nur noch ein paar wenige Strecken haben. Bin ich hier überhaupt richtig gestartet? Oder sind wir hier richtig gestartet hier in Bergholz, Rehbrücke? Oder waren wir schon weiter? Nee, das wüsste ich doch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir tatsächlich in Lianfair schon gewesen wären. Und sonst wisst ihr was? Ist ja auch egal. Mein Gott, dann fahren wir halt nochmal. Also nee, aber ich würde das eigentlich merken. Also das merkt man ja. So, wir haben schon wieder eine kurze Wartezeit. Da frage ich mich wegen wem. Wir gehen schnell gucken. Wahrscheinlich fährt er gerade gleich los. Nee, doch nicht. Wir haben hier eigentlich Signale. Ich habe hier kein Signal. Aha, da komme ich aber auch nicht rüber. Moment, ich brauche mal ganz kurz die Gleise, bevor wir losfahren. Im Prinzip, wenn man es genau nimmt, fehlt hier eine Weiche. Hier müsste der Zug eigentlich auch noch... Jetzt muss ich schnell gucken.
Ja, gut, nee, da können wir nicht viel machen. Der fährt halt wieder in das Gleis rein. Wenn ich hier ein Signal mache... ich überlege mir gerade hier eine X-Weiche. Geht nicht. Da ist der Bau dann wieder irgendwie... Bau nicht möglich. Und sonst, ja, wenn wir Pech haben, wird da wieder das ganze Tunnel zerstört. Können wir den fahren? Nein, macht nicht den Eindruck. Muss der erst an dem Signal vorbei. Da oben. Nö, hat jetzt auch nicht einen direkten Einfluss. Okay, wisst ihr was? Ich mache hier trotzdem eine Weiche. Dann haben wir das. Aber gerne mit einem vernünftigen Gleis. Eins, das auch ein bisschen Tempo generiert oder zulässt. Ja, so geht's nämlich. Ja, aber wieder nur in eine Richtung. Nee, doch nicht. Passt. Dankeschön. Dann brauchen wir ein Signal. Nein, nicht links, sondern gerne rechts. Und das wäre dann zack hier. Dann haben wir hier eins. Das müsste funktionieren. Dann können wir hier oben. Da haben wir eh die Weiche. Machen wir die Weiche mal weg. Die brauchen wir nicht mehr. Die haben wir jetzt weiter unten. Dafür gibt es hier einen Block. Okay, schauen wir mal, was das für eine Auswirkung hat auf unseren Zug. Jawohl, jetzt fährt er nämlich. Das war genau die Absicht dahinter. Steigen wir da vernünftig ein. Und es geht, wie gesagt, nach Lianfair rauf. Sehr schön. Da haben wir den Lütticher Bahnhof, wenn ich mich nicht täusche. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, ich weiß nicht, ob wir es heute fertig kriegen hier. Aber das ist eigentlich auch egal, denke ich. Ich sage gerne immer wieder, wir befinden uns nicht in einem Wettrennen. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir machen das genauso, wie wir es wollen. Und wenn wir jetzt halt nochmal bis zum Schluss so mitfahren, fahren wir so mit. Dann haben wir die Universallinie dann abgeschlossen. Es gab, wie gesagt, noch die Idee, dass man das auch mit Güterzügen machen könnte. Das werde ich mir mal überlegen. Das klingt eigentlich relativ reizvoll. So, da hinten haben wir Lianfair und, ja doch, Kollege Reingold fährt. Der musste hier kurz warten. Da müssen wir auch kurz warten, zumindest bis der wieder über sein Signal rüber ist. Ja, das ging schnell. Das war klar, dass wenn wir mit der Universallinie mitfahren, dass wir da auch ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Weil das ist ja nicht eben alles unser Gleis, sondern da haben wir so viel wirklich Gleis, was wir gemeinsam nutzen, dass es klar ist, dass wir hier halt einfach auch ab und zu mal stehen. Alles, was wir nicht stehen, das ist eigentlich gut, wie soll ich sagen, oder das ist speziell. Das Stehen wäre hier eigentlich fast eher normal. Wobei eben, wir haben natürlich jetzt deswegen auch nicht so viele Züge raufgesetzt. Ich rede jetzt nicht von der Universallinie, sondern generell. Wir haben, ja, wir waren sparsam bei der Bestückung der Linien. Definitiv. Und jetzt, das zahlt sich natürlich auch aus, dahingehend, dass wir jetzt eben freie Fahrt haben. Zumindest zumeist. Ja, hier haben wir den Lütticher Bahnhof. Da ich gerne immer wieder ein Meisterwerk der modernen Modderkunst, wenn es um Transportfieber 2 geht. Das ist einfach ein Prachtstück. Das ist einfach, anders kann man es gar nicht sagen. So, und hier also Lianfair. Fahren wir denn in die richtige Richtung? Jetzt habe ich gerade ein bisschen irgendwie... Ich stelle gerade fest, so einfach ist das gar nicht, wenn man aussteigt, dass man dann wieder irgendwie einen Zug findet, der das irgendwie so macht, wie wir es gerne hätten. Ich bin fast sicher, dass wir jetzt in die falsche Richtung fahren. Wir kommen aus der falschen Richtung. Moment, ich prüfe das, sobald wir stehen. Dann schaue ich mir das mal an. Weil jetzt geht es doch eigentlich... Oder sehe ich es jetzt falsch rum? Moment. Ich steige mal ganz kurz aus. Nee, das ist die falsche Richtung. Wenn ich hier die Unilinie habe... Ach nee, guck an, wir drehen wieder. Aha, und dann geht's. Wo geht's denn dann hin? Hier nach Weißwasser? Okay, und warum geht's nach Weißwasser? Hier geht's wieder zurück. Das ist schon die Unilinie. Ja, ja, das ist schon die Unilinie. Und dann geht's nach Pettendorf rauf. Waren wir da schon? Jetzt habe ich aber echt einen riesen Durcheinander. Ach doch, das stimmt schon. Genau, wir gehen dann rüber. Wie komme ich denn auf die Idee, dass wir da im Prinzip schon fast überall waren? Das ist ja komplett falsch. So, ich brauche meinen Zug wieder. Wo ist er? Fährt der schon? Jawohl. Nee, nee, das hat alles seine Richtigkeit. Okay, jetzt muss ich aber zugeben, jetzt bin ich nicht mehr so ganz sicher, ob wir das heute alles noch schaffen. Aber dann komme ich wieder zu dem Punkt, den ich vorgesagt habe. Müssen wir auch nicht. Wir können auch gerne natürlich morgen nochmal ein Stück mitfahren, den Rest. Da besteht gar keine Not. Jo, da kommt nochmal eine BR-103. Sehr schön, die lassen wir gern vorbei. Das ist ein sehr schöner Zug. Und die haben es vielleicht eiliger als wir. Die haben Termine. Haben wir zwar auch. Gibt ja wahrscheinlich auch einen Fahrplan. Oder gäbe es zumindest. Von daher. Da oben nochmal die Kirche.
Ich habe mich letztens mit Kollege Harry, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, gefragt, was heißt Kirche auf Französisch? Jetzt fällt es mir ein, jetzt wo ich die sehe. L'Église, kann das sein? Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das heißt tatsächlich L'Église oder L'Église oder wie man das dann halt ausspricht. Ist halt auch egal. Fiel mir jetzt halt gerade ein, weil ich da die Kirche gesehen habe. So, sollen wir nochmal den ganzen kurz betrachten, den ganzen Zug? Wunderbar, auch schön von der Performance her hier, weil wir hier nicht zu viel haben, was berechnet werden muss. Und im Tunnel setze ich mich dann doch lieber wieder hier oben hin. Und es sieht aus, als hätten wir noch mal kurz eine Wartezeit. Tatsächlich. Das hier ist die neu gebaute Weiche. Das sehe ich, glaube ich, soweit richtig. Mhm. Das heißt, da vorne müsste es dann rausgehen. In den Bahnhof rein. Sollen wir noch mal gucken gehen? Kostet ja nichts. Aha, die BR-103 kommt. Okay, gleich wieder einsteigen. Das wollen wir natürlich mitnehmen. Moment, das machen wir noch mal so. Schön, ja. Auch die Wagen mit vernünftigem Sound. Hm, wir stehen aber immer noch. Kommt da noch einer? Echt jetzt? Wir schauen nochmal. Ja, Zustand von Fahrzeugen, das prüfen wir dann später. Wir stehen. Aha, warum stehen wir denn? Eigentlich besteht hier kein Bedarf an Stehen, würde ich sagen. Er fährt immer noch nicht, warte, freie Wege. Brauche dich nochmal kurz. Hier geht's lang. Hier vorne. Ja, da könnte man vielleicht helfen, wenn wir hier nach dem Bahnhof vielleicht doch nochmal ein Signal setzen. Wenn es nichts bringt, dann schadet es nichts. So, nochmal kurz gucken. Jawohl, jetzt kann er wieder fahren. Sehr schön. Und so können wir hier nach und nach natürlich das Ganze auch noch ein bisschen optimieren. Und das machen wir ja auch gerade. So, fährt der hier durch? Eigentlich sollte der hier durchfahren. Der fährt oder der hält hier nicht an. Werden wir gleich sehen. Ich bin gespannt. Ja, das ist nur eine Durchfahrt tatsächlich. Genau, steht ja auch unten. Es geht nach Pettendorf. Also, aber eigentlich auch cool, dass wir hier auf dem Rückweg dann nochmal durchfahren. Ist ja auch nett. So, tschüss Städtchen. Wir gucken mal, wie weit wir diesmal kommen. Ja, er tritt schon wieder auf die Bremse hier. Der Kollege, da vorne ist halt noch einer. Ist das wieder der Rheingold-Express? Ich glaube, ja. Der verfolgt uns hier ein bisschen. Und ich glaube, jetzt hier vorne haben wir genauso ein Nadelöhr, was ich mal angesprochen habe. Wir können zwar immer noch fahren. Aber wir haben hier zwei, drei Stellen, wo es mit den Zügen langsam eng wird. Und das werden wir natürlich dann demnächst mal optimieren. Das ist auch klar. Hier ging es noch rüber. Das interessiert uns aber nicht wirklich. Das ist, glaube ich, die Güterzug, eine Güterzugstrecke, wenn ich mich nicht täusche. Ja, jetzt haben wir nochmal rot. Das kann, nee, jetzt wollte ich gerade sagen, das kann sein, dass wir jetzt ein Momentchen stehen, weil ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube tatsächlich da vorne, ja, bevor wir auf die Brücke kommen, hier kommen einige Gleise zusammen, wir werden es gleich sehen. Ah, cool mit der Brücke, vor allem natürlich auch, wie die Gleise sich hier rumschlängeln, genau. Ja, da geht es auf die Brücke rauf, aber hier kommen nicht so viele Gleise zusammen. Von da hinten ist noch jemand unterwegs. Aha, wir stehen trotzdem. Wir stehen da und harren der Dinge, die da kommen mögen. Hallöchen Polizei. Ich liebe es, wenn so Straßen direkt neben den Gleisen sind. Das ist einfach herrlich. Ach, schau mal. Der Dual Stocks ist das. Der kämpft sich hier auch noch hoch. Warum der jetzt vor uns Vortritt hat, weiß aber auch keiner wirklich. Aber okay. Jo, dann düst er mal rein. Mhm. Haargenau in unser Gleis rein. Gut, ein anderes haben wir hier nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich nur zweigleisig, was wir hier haben. Aber so warte ich gerne. Mein Gott, eine Aussicht auf eine schöne Kirche. Das schöne Signal hier. Die ja welche auch immer cool sind, die Teile. Und dann der Dualstocks, der halt vor uns da auf die Brücke fährt. Wir fahren gleich mal hinterher. Sobald der... Ach nee. Ja, wir haben keine Signale da auf der Brücke. Da kann man keine Signale stellen. Das heißt, hier fährt halt immer nur maximal ein Zug rüber. Bis da hinten dann wieder ein Signal passiert wird. Und in der Zeit stehen wir hier natürlich. Das lässt sich nicht anders lösen. Sonst hätte man, wenn man jetzt die Brücke nutzt, hier kann man eben keine Signale raufsetzen. Man hätte natürlich in der Hälfte aufschütten können. Ist aber blöd, wenn das da halt ein Fluss ist natürlich.
Und man hätte in der Hälfte aufschütten können, dann kann man dort natürlich ein Signal setzen, wenn die Brücke da weg ist. Wir haben sowas ähnliches schon mal gemacht, um auszufädeln, damit wir diesen Geländereffekt nicht haben. Aber ja, nicht bei dem Fluss, das sieht dann irgendwie komisch aus. Ja, aber cool hier mit der Straße. Wie sich die da so rüber schält. Wo geht die denn hin? Immer nach da hinten wahrscheinlich. Wir düsen jetzt auf alle Fälle nach Pettendorf rein. Pettendorf ist die Stadt, die wir als letztes gegründet haben. Während wir da hinten nochmal das Städtchen sehen, wo wir gerade waren. Und das hier könnten sogar Gleise für uns alleine sein. Bin ich jetzt aber nicht sicher. Ich möchte jetzt aber auch nicht gucken, sonst müssen wir da aussteigen. Ne, guck mal, kann nicht sein. Das ist eine andere Linie hier. Das ist die Regio wahrscheinlich, die die beiden Städte verbindet. Die haben doch 130 km/h drauf. Wow. Sehr gut. Dann halten wir hier niemanden auf. Das ist natürlich auch schön. Aber so viele Züge sind hier nicht unterwegs. Ich kann mich erinnern, dass wir hier dann doch noch einiges gebaut haben. Jetzt bin ich gespannt, wie wir hier in den Bahnhof reinkommen. Ich habe keine Idee mehr. Aha. Okay. Dann geht es hier, glaube ich, in den Tunnel rein, oder nicht? Denkste. Rechts ging es in den Tunnel rein. Hier geht es einfach steil bergauf. Ist ja auch okay. Ah, und dann auf eine Brücke rauf. Das ist hier irgendwie eine coole Einfahrt hier. Macht gerade richtig Spaß, hier irgendwie lang zu düsen. Oh, dann genau auf die Brücke rauf und dann hier in den Hochbahnhof rein. Genau. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Und das ist genau das Coole an den Mitfahrten hier. Eben bei einer Universallinie. Wenn man halt dann plötzlich wieder in den Bahnhof reinfährt auf einer Strecke, die man so nicht mehr in Erinnerung hatte und die dann halt einfach cool aussieht. Oder cool ist, um sie zu befahren, sagen wir es so. Und auch der Bahnhof natürlich sehr, sehr nett, dieser Hochbahnhof. Der ist schon auch sehr cool. So, ich guck mal auf die Uhr. Ja, lasst uns mal nochmal. Wir machen mal nochmal. Ich mag jetzt nicht aufhören, muss ich gestehen. Ich würde sagen, einen Hops machen wir noch. Ich weiß gar nicht, wo der hingeht. Wahrscheinlich nach Neustadt rein wäre logisch. Ja, genau. Neustadt Central. Das würde heißen, wir machen hier eine Kurve. Ja, ich weiß auch noch wie. Genau, ins Tunnel rein. Und dann schwingen wir irgendwie fröhlich zurück. Kann das sein? Lasset uns mal schwingen. Aha. Hier in die Gleise rein. Immerhin freie Fahrt. Jetzt bin ich gespannt, wo wir da rauskommen. Da hätten wir wieder das Licht. Und ich habe keinen Plan mehr, wo wir sind. Okay. Mal drehen. Ah, schön. Da hinten haben wir noch Kollege Landmark. Hier ein Depot. Dann sind wir eigentlich wieder in der Nähe von den Gleisen, wo wir hergekommen sind. Kann das sein, wenn wir uns hier nochmal drehen? Sind wir da nicht vorher sogar hochgefahren? Ich weiß es nicht mehr. Nö, das ist was anderes. Guck mal, das ist ja hier. 2, 4, 6 gleisig sogar. Eine sechsgleisige Aufschüttung. Okay, man könnte hier dann auch mal noch einen Zug erwarten. Und da kommt noch eine weitere Strecke rein. Aber eben, dadurch, dass hier jetzt halt nicht Zug an Zug fährt, dadurch haben wir hier freie Bahn. Uns blockiert irgendwie keiner. So, einmal hier unten durch. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, einen relativ langen Teil in dem Tunnel drin. Kann das sein? Ich glaube, ja. Sieht schon auch krass aus hier, diese große Stadt. So richtig schön zugebaut, das Ganze. Wo ist er, mein Freund? Da unten. Wahrscheinlich auch unterwegs nach Neustadt. Oh, wir müssen kurz warten. Da kommt jemand. Aha, ein Güterzug. Sehr nett. Man sieht, der ist auch relativ gut beladen mit Kohle. Ja, Güterzüge, wie gesagt, also dazu kommen wir demnächst wieder, das ist ganz klar. Jetzt haben wir über x Folgen hinweg Personenverkehr gehabt. Regio an Regio, dann hier die Universallinie. Jetzt schreit es in mir geradezu danach, dass wir wieder mal Güterzüge haben. Und das werden wir auch tatsächlich in Angriff nehmen. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Also je nachdem, ob wir mit der Universallinie, mit der Mitfahrt fertig werden in der nächsten Folge. Ich sage das jetzt nicht mehr, wir werden fertig, weil ich habe mich schon mal ganz, ganz massiv getäuscht. Das ist halt schon etwas. Da kann man, glaube ich, schon 5 Folgen. Kann man mitmachen. Ist eigentlich kein großes Problem. Weil das sind halt... Ich weiß nicht, wie viele Städte haben wir denn eigentlich? Weiß das jemand? Also das dürften schon so um die 20 rum dürften das sein, denke ich.
Hallöchen, nochmal der Güterzug, nochmal mit Kohle. Ja, es ist doch noch weiter weg, als ich gedacht habe. Aber jetzt dürften wir hier eigentlich auch Tempo generieren. Oh, guck mal, der Schnellzug macht es gerade vor. Hallöchen, Railjet. Ja, jetzt geben wir Gas, sehr gut, oder Stoff. Ach, da hinten, genau, da hinten ist die Brikettherstellung. Mhm. Weiß ich noch. Und dann geht es hier, glaube ich, in den Berg rein. Und dann kommen wir, glaube ich, in Neustadt selber dann raus. Oder wir gehen hier links weg. Nee, nicht mit dem Tempo. Nee, da gehen wir hier in den Berg rein. Oder gehen wir hier auf die... Ah, nee, guck mal einen an. Ach ja, und dann haben wir hier sogar einen eingleisigen Abschnitt. Stimmt. Ach, in den Berg rein, das ist eben die Schnellzugstrecke. Da wollten wir eben nicht rein. Ist ja eigentlich logisch. Wir können eigentlich nur hier lang. Ja, jetzt müssen wir den Railjet schnell passieren lassen. Wenn wir jetzt Glück haben, kommt nicht gleich der nächste, weil wie gesagt, das hier ist dann nur eingleisig. Das könnte man jetzt zur Optimierung natürlich auch noch zweigleisig machen. Ich muss aber gestehen, ich finde es gar nicht so falsch. Wenn wir hier halt tatsächlich auch einen eingleisigen Abschnitt mal drin haben. Schon auch ein schöner Zug, so mit diesen roten Wagen. Also ich muss schon sagen, so falsch finde ich den jetzt nicht. Sollen wir uns mal ein bisschen weiter nach hinten setzen, dann sehen wir hier den Stromabnehmer noch ein bisschen. Das ist vielleicht auch mal noch ein bisschen was anderes. Und jetzt geht es halt in den Berg rein. Genau, hier wird es aber auch wieder zweigleisig. Und wenn wir hinten rauskommen, dann sind wir in Neustadt. Hallöchen, weiterer Güterzug. Ja, das ist glaube ich sogar der Brikett-Dienst. Mit so einer RE66 müsste das gewesen sein. Ja, der wartet brav, gut erzogen, ganz klar. Und ob wir jetzt hier nochmal Tempo hinkriegen, das weiß ich auch gerade nicht. Das werden wir gleich sehen. Aha, nochmal kurz Licht. Sehr gut, bevor es hier nochmal in die Röhre reingeht. Ich habe eben tatsächlich in der Erinnerung, dass wir hier relativ lange tatsächlich im Tunnel drin sind. Bevor wir dann hinten rauskommen. Mal gucken. Ja, Tunnel eben zum Mitfahren, kein Problem. Aber ihr wisst, warum ich nicht so ein Fan bin davon. Da hinten sehen wir aber schon die Stadt. Ja, eben ganz einfach, wir sehen natürlich die Züge, wenn wir sozusagen draußen sind aus dem Tunnel, sehen wir die Teile nicht. Das ist eigentlich schade. Die Performance belasten sie eben trotzdem, weil sie berechnet werden müssen. Wir haben es grün. Let us move, let us move. Cool. Ja, schön. So mit dem Stromabnehmer da noch. Das ist natürlich, ich mach's nochmal. Entschuldigung. Ist auch ein schönes Bild. Gefällt mir sehr gut. So, da kommen wir raus. Jetzt haben wir aber noch ein paar Meter. Wir müssen noch ins richtige Gleis rein. Das machen wir mit ganz langsamen... Ja, jetzt gibt er gerade wieder Gas. Ich wollte gerade sagen, das machen wir mit ganz langsamen 50 km/h. Aber denkste... Oh, die Steinbrücke. Ist das unsere? Ich glaube, ja. Tatsächlich. Genau, die haben wir nämlich noch gebaut, damit wir hier rüberkommen. Stimmt. Eben schön, wie man dann plötzlich wieder Sachen entdeckt, die man irgendwie vor 4, 5 Folgen gemacht hat. Wo man jetzt einfach so per se das gar nicht mehr gewusst hätte. Das ist mir jetzt wieder eingefallen, weil wir gerade drüber fahren. So, Hallöchen, Neustadt Central. Auch hier, guck mal. Ja, da gibt es den einen oder anderen, der würde gerne hier einsteigen. Das wird so aber nicht klappen, Jungs. Noch nicht. Wir werden, wie gesagt, wenn wir die Unilinie befahren haben, falls ich das vergessen sollte, schreibt das gerne in die Kommentare dann. Also wenn wir fertig sind mit dem Teil... Mit dem Befahren, dann werden wir das so machen, dass wir tatsächlich noch Doppelstockwagen installieren. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Jetzt haben wir noch eine Fehlermeldung. Ich würde sagen, die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, nämlich morgen. Danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann geht es hier weiter mit der Universallinie morgen um 14 Uhr. Macht's gut, bis dann. Tschüss.